So. Gut, wir haben ja heute noch ein bisschen was vor, ne? Ich sag nur schwarzes Brett und Mission fertig machen und dann vielleicht auch mal für einen von uns vielleicht mal eine Waffe anfangen zu freizuspielen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Aber bevor wir das machen, machen wir natürlich erstmal die alte Geschichte fertig. Und irgendwann, Snoopy, kann ich dir versprechen, wird es auch wieder. Ich wollte schon wieder Autobahn sagen. Was ist denn mit der Autobahn los? Wird es auch wieder Dingens hier geben? Eine Achterbahn noch? Autobahnen, ich glaube, das ist das falsche Spiel. Ja. So, also sind wir fertig? Sind wir soweit? Sind wir da? Ich habe euch eingeladen. Ihr seid ihr eh da. Das ist alles gut. Wir sind schon alle da. Wir sind bereit und uns süchtig und wollen Ist auch hier schon das Bier auf dem buddeln. Tisch? Ne, bin dran. Ja, Bier. Wenig, Daniel, Wow, wenig. das ist voll schon die Drohung. Ja, jetzt siehst du mal hier, Snoopy kann auch anders. Sie kann hier auch den Druck aufbauen. Voll herrisch unterwegs hier, ja? Mit Peitsche und Lack und Leder hier, oder was? Nee, das sind deine Fantasien. Das hat jetzt nichts mit Snoopy zu tun. Na, wer weiß, was bei Snoopy so abends im Schlafzimmer so abgeht. Aber gut, bis. Ich möchte mich offiziell für Daniel entschuldigen. Ich weiß nicht warum, aber manchmal reitet sie einfach. weißt du, Corona greift auch das Gehirn an, ne? Das ist Ist das meine so? Hast du aber Entschuldigung. schon viele Jahre Corona. Hallo, was meinst du, warum das Covid-19 heißt? Ich war Beta-Tester für die anderen 18 Versionen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So, erstmal weg damit hier. So, ich hoffe, ich habe die richtige Mission. Da stand Surf Morpheler drüber. Also, die hat zumindest der Alex die Mission. Das ist gut. Ja, ich nehme an, ich habe die auch. Wenn er dann. Warte mal, ich guck nochmal. Ich guck sicherheitshalber nochmal, ob ich die auch habe. Aber Ich müsst muss mal ihr eigentlich, kurz also. noch mein eigenes. Also wenn es nur zwei Rauten gibt und über einer steht mein Name, über einer steht Alex Name, dann hast du auch die Alex hat, weil du wirst da nicht namentlich genannt bei dir Okay, selbst. dann ist richtig. Dann ist alles gut. Holde Dann, Logik. ja. Siebenschwänzige mit Rasierklingen und einen Bullenstempel im Lagerfeuer erhitzt. Aua, Hilfe, es ist bald wieder die Zeit. Ach, Können wir vielleicht in den Magma kehren? Ich glaube, da ist es angenehmer. Aber du hast dich beim letzten Mal beschwert, weil wir, glaube ich, zweimal ein Stück Magma-Kern hatten. Das fandest du auch nicht so cool. Ja. So. Habe ich Hast jetzt du recht. eigentlich Stufe 3? Ne, ich habe Stufe Weiß 2. ich nicht. Wie? Was ist da los? Man macht drei. Ja, ich mache Wir 2. sind bereit für drei. Ihr seid bereit für Ja, drei. ja. Ja, weißt du warum? Ich habe nämlich Ihr seid bereit für drei. beim letzten Mal doch nochmal runtergestellt gehabt für die eine Auto. Alter, was ist denn los? Warum sage ich immer Autobahn? Keine Ahnung. So, auf geht's. Ich meine, ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen. Hast du jetzt auch ein neues Bärtchen? Wenn du hier permanent Autobahnen bauen willst. Hä? Braucht man dazu ein Bad? Naja, wer hat es denn in Deutschland so Und vorangetrieben? eine Kultur. Ach so! Ja gut, das war ja eigentlich auch nur der Umsetzer, oder? Der Erfinder wäre ja eigentlich Boah, wieder ich ganz depp. anders gewesen. Der Erfinder habe ich auch nicht gesagt, aber der wollte auch nur Autobahnen bauen. Aus Gründen. Ja. Ich habe jetzt erst überlegt, wer waren denn die letzten Verkehrsminister allesamt, haben die Bärte gehabt? Ja, genau. Oh, ich habe letztens in der Stadt habe ich jemanden gesehen und es war kein Faschingskostüm, der ist so rumgelaufen. Und zwar mit einer besagten Frisur, mit braunen, also braunen wirklich so diese Lederart Mandel und mit einem bestimmten Bärtchen und der ist so rumgelaufen. Das war kein Faschingskostüm. Ich sage mal so, also wenn man das als Faschingskostüm nimmt, was. Oh Gott, was kommt da für Kleinscheiße jetzt auf einmal schon? Da ist man auch schon schwer geschädigt, glaube ich, oder? Also. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich finde es ja ein Stück weit mutig, wenn das so rumläuft. Gold übrigens, das ist was für euch, da könnt ihr da mal. Weil, Alex, da also kannst du ich, mit deinen also. Plattformen dahin. Was bin ich? Ach da. Ich muss das mal checken, wieder auschecken, was ich überhaupt machen kann. Ja, ich muss auch erstmal wieder checken hier, was Phase ist. Könnten den Schinder da prügeln. Jawohl. Ja, ist doch schon weg. Aber ich habe jetzt von unseren Politikern jetzt wieder mitbekommen, unsere Außenministerin hat ja wieder einen tollen Karnevalsgag sich geleistet, ja, wo sie gemeint hat, sie hätte sich ja ganz gerne als
als Leopard verkleidet, aber hatte dann Schiss, dass er von der Bundesregierung keine Reisegenehmigung bekommt für mehrere Wochen. Oh mein Gott, okay, da ist gedacht. Blaue Punkte, ah ja, tatsächlich, da ist ich hab da schon mal was Blaues gefunden hier. Aquax. Haben wir ein Viech dabei, oder? Nö, wir haben eine Station. Ah, okay, alles klar. Nichts mit Viech. Das heißt, wieder wandern ist angesagt. Ja. Ja, ein paar Meter am Tag laufen ist gesund. Ich hab dir da mal fast was an den Kopf geschmissen. Ey, da liegt eine Eichel rum. Warum liegt da eine Eichel rum? Aber ich kann hier Eichelball spielen. So, holen wir mal das Arkwachs da rein. Wacht, da kommt noch eins geflogen. Huch, da ist. Die Dinger sind robust, hoffe ich mal, ne? Die, ja, die gehen nicht kaputt. Naja, andererseits, ich meine, das Zeug kommt eher alles in Städte rein. Danach ist dann eher wurscht, wie es vorher ausgeschaut hat. Oh, oh, oh. Rote Markierung. Aquarkmehl. Es gibt Meteoriten. Mehrere. Ja. Hey. Ich kann da nichts reinschütten, wenn es so wackelt. Bin gerade noch ein bisschen überfordert hier wieder. Aber Alex, eins muss ich dir schon noch sagen, ne? Woran merkst du, dass du ein Spiel zu viel gespielt hast? Wenn du nachts davon träumst und der Soundtrack im Hintergrund läuft und du glaubst im Schlaf den Spielstand 1:1 weiterzuspielen. Ach hey. Das hatte ich in meinem Leben bisher, glaube ich, einmal vorher. Das ist mir beim Metin passiert. Bei was? Beim Metin 2. Kennt ihr das noch? Von Anno dazu mal. Nee, was ist das? Das ist eines der frühen MMOs. Ah, okay. Mir sagt jetzt namentlich was, aber ich kann es gerade nicht einordnen. Ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Sagt mir überhaupt nichts. Das ist so die billigste Version der Fortbewegung und hier Fähigkeiten, vielleicht 5. Und dann Kampfsystem, wo dir das Gesicht eingeschlafen ist und. so eine Geschichte halt, ne? Oh, grüne Punkte auf dem Boden, das klingt auch noch was zum Ausgucken. Auch gut, mitnehmen. Wenn ich den finde. Da. Was ist das? Weiß es mal. Ein Jadiz. Ich kümmere mich wieder um die Ressourcen, ne? Jawohl. Mhm. Ach, da liegt ja noch ein Arkwax. Was ist das, ein Pokémon? Nee, damit hat man nur das Evoli hier. Ich wollte schon sagen, digitiert. Nein, Quatsch, da mache ich mir jetzt ganz viele Freunde für. Ne? Oh Gott, oh Gott. Es ist immer noch so, dass es diese. Gab's doch. Nee, früher war das zumindest so, dass das da bei dem einen Pokémon gab es doch 3 Versionen. Je nachdem, was du für einen Stein auf den draufgeschmissen hast, hat es dann entweder eine Wassergestalt, eine Feuer- oder eine Elektrogestalt. Keine Ahnung. Glaube ich angenommen. Ist schon ein bisschen her mittlerweile. Auf jeden Fall das Ausgangs-Pokémon hier ist Evoli und die anderen. Oh Gott, keine Ahnung, wie hießen das andere? Blitzer oder so? Das waren. Flamara. Aquana, oder? Aquana und. What the fuck? Geh weg. Und irgendwas mit Blitz, glaube ich noch. Ich verstehe eh nicht, warum es nicht schon so eine Vereinigung gibt, die sich gegen Pokémon-Sachen aus. Wasserfeuer Erde? Alter Schwede, ich will doch da jetzt nur mal hoch. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass nicht Erde, sondern Blitz noch die dritte Form war. In den späteren Editionen gab es dann irgendwie 8 verschiedene Entwicklungen von diesem Vieh. Okay. Mit Nachtara und weiß der Kuckuck mit was noch ja, für stimmt. Komischen. Das Nachtara, das könnte sogar sein, dass das bei Silber und was war das andere? Gold oder so? Silber und Gold. Ich meine, dann kann ich dann noch so grob erinnern. Sterbi machen hier? Ich hab Gold gefunden. Mich wundert es ja eh, dass es in Pokémon noch nicht irgendwie so eine Vereinigung gibt, die für Free Pokémons ist. Was für ein Ding? Naja, also sind wir mal ganz ehrlich. Die Poké-Veganer.
Nee, aber die. Ach so, du meinst a free Pokémon. Ich dachte, jetzt ist irgendwie kostenlos Pokémon. Du meinst nee, aber du hier so nach dem Motto Tierschützer, so, ne? Ja, genau. Ja, ist ja eigentlich ich mein, eh. Also, ich meine, ich mein, dass die den ganzen Tag in so einer Kugel drin hocken. Ja, das eine. Mann, jetzt habe ich da festgeknallt. Das eine, die leben in Freiheit und dann kommt irgend so ein Idiot daher, fängt sie ein und dann müssen sie für Hundekämpfe ranhalten. Also ich finde das barbarisch, sorry, das hat also, ich finde das echt übel. Ja gut, ich weiß mal wieder bei dem Thema, wenn man sich die ganzen alten Zeichentrickserien heute mal anschaut, dann dürftest du die allermeisten nichts mal gucken, wenn man so guckt, was da so die... Ja, aber ich verstehe halt nicht, dass es in der heutigen Zeit noch ganz normal ist. Ich verstehe, alles wird angekreidet, wenn einer irgendwie einen falschen Pups zur falschen Zeit von sich gibt, wird er an den Pranger gestellt, aber sowas wie Pokémon, wo wirklich offensichtlich sowas wie Hundekämpfe veranstaltet werden, ist völlig egal, die armen Viecher aus der Freiheit rauszureißen und dann für solche Sachen herzunehmen, die halt einfach auf bestialische Weise gegeneinander getrieben werden. Nein, das ist halt brutal. Hallo, die kommen doch dann zu der von, ach, wie heißt diese ganze Klonarmee an Krankenschwestern hier, die sie dann wieder gesucht kriegt? Ja, das mag sein. Das mag ja sein. Jetzt angenommen, du wirst auch immer geheilt, ist das scheißegal, ob du zu einer Klonarmee von Krankenschwestern gehst, wenn du vorher aber immer das Maul eingeschlagen bekommst. Bist du dir trotzdem weh? Da haben die auch ein ganz anderes Schmerzempfinden. Oder ja, halt gar kein Schmerzempfinden. Das sind Indianer, hallo? Man kann sich das auch alles einreden. Ich finde das echt grausam. Also ich finde das echt nicht gut geheißen. Da finde ich zum Beispiel, ich weiß, das machen nur ganz viele Freunde, finde ich sowas wie Art, Digimon finde ich dann wieder besser, weil die machen das ja auf freiwilliger Basis, glaube ich, ne? Ja, genau. Moment, das entspricht aber nicht der Datenschutzverordnung, dieses Digimon. Was? Was? Hä? Oh Gott, ich finde das komische Aquaxet, ey. Ich blockiere die halbe Höhle auseinander und... Was meint, die laufen ja freiwillig mit, die sind ja im Prinzip gleichberechtigt. Die können auch sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich hau ab. Hallo, Knoda hatte damals auch einen eigenen Kopf und ist dann einfach abgehauen, ja? Ja, er war trotzdem in der Kugel und musste dann kämpfen. Und Pikachu ist ja gar nicht in die Kugel reingegangen. Wahrscheinlich werden sie in der Kugel unter Drogen gesetzt, dass sie willenlos sind. So sieht's nämlich aus. Hier, ich lüfte allmählich hier diese düsteren Geheimnisse der Pokémon-Welt. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber wir haben alle Quarks. Echt? Ich habe aber noch einen gefunden hier. Ja, ist schick. Es sind mehr, als man finden braucht. Super, jetzt weiß ich auch nichts, damit man Ausgang auf jeden ist. Fall genug findet. Weil ich habe mir jetzt hier irgendwie eine Höhle gebaut, wo ich... Achso, da ist der Ausgang. Okay. Da hat einer Sterbe gemacht. Aber wir brauchen noch Nüssi. Ja, wir brauchen noch Nüssi. Und? Ja, Nüsse habe ich ein bisschen eingepackt. Könnte mich einer vielleicht ein bisschen... Ich sofort. Ich achso, du nix mit deinen Nüssen auch wieder horizontal, ja? Ja, vielleicht habe ich unterschätzt, dass ich den Fallschaden wegstecken kann. Vor allem hast du ganz viel Knabberzeug da bei dir. Ja, die gehen auch alleine eigentlich kaputt. So. Danke. Also gesagt, laufen herum, bewerfen arme Tiere mit Bällen, echt schrecklich. Ja, wenn man es mal realistisch sieht, ist es doch einfach so. Und man denkt, ich verstehe nicht, warum da überhaupt keiner was dagegen sagt. Nur weil es Fantasiegestalten sind? Haben die keine Rechte? Nein, die haben keine Rechte. Oh weh. Also, ich sag mal so, wenn man das Thema, also das könnte man jetzt wirklich richtig weit aufmachen. Nee, es geht ja nicht darum, ob es Fantasiegestalten sind. Es geht ja einfach nur darum, wie man mit anderen Wesen umgeht, in meinen Augen. Ich finde das sehr fragwürdig. Das hat jetzt nichts damit zu tun, weil ich Pokémon nicht leiden kann oder weil mir das relativ am Arsch vorbeigeht. Da geht es jetzt echt ums eigentlich Prinzip, was man den Kindern vermittelt. Wenn man es eigentlich so sieht. Seit wann haben Tiere Rechte? Ja, leider viel zu wenig und viel zu selten. Das ist wohl wahr. Aber also ich kenne da eine Hündin, die hat alle Rechte der Welt. Ja, aber immer noch, also ich sag mal, das ist eine Hündin, ne? Ja. Eine Hündin macht noch keinen Sommer, oder wie war das? Gott, was kommt denn da auf mich angerollt? Hilfe! Zu viel! Oh Gott, mein Gott, was war denn das jetzt alles? Ich bin überrollt, am Sterben, verschweißt was ist da los? Worden. Ja, keine Ahnung, weil ich auf einmal hier Massengegner auf einmal hatte von mir. Oh. Ich bin ja irgendwie so dieses Buffet. Kavallerie ist da.
Autsch. Was habt ihr denn? Was ist denn jetzt kaputt? Ja, ich sag doch, das ist gerade so krass. Das ist nicht so, dass ich so zum Spaßunfall. Warte mal, jetzt ist ja gleich mein Bier alle. Ich habe ja nur einen Kasten dabei hier. Ihr könnt ja so viel saufen hier in der ersten Mission. Was ist denn da los? Das reicht mir aber hier. Der gute alte Göllerkasten ist gleich leer. Göller. Ich hätte jetzt jede x-beliebige Marke sagen können, ja. Irgendwer hätte sowieso wieder aufgeschrieben. Was? Die? Ob hier jetzt der Becks gesagt hätte oder was auch immer. Keine Ahnung, es gibt ja so viele Arten. Ja, da hast du aber wirklich die regionalste Marke genommen, die du finden konntest. Ja, ich hab mir gedacht, ja, ich mein lieber mal, Alex, was ja, du für Reaktion? Ich bräuchte eine Plattform, bitte. Das könnte ich einrichten, ich hab grad Zeit. Das wäre Shane. Aber so wie Schicki, der hatte einen Club und sind um die Häuser gezogen. Stimmt, da gab es doch diese Schicki-Bande oder sowas, ne? Das war, yes. War das halt in der Serie irgendwo so? Siehst du, die müssen sich schon organisieren, damit sie überleben. So, wo muss ich denn die Plattform hinbauen? Ich sehe gerade keinen Hier Teil. Zu mir. Da, wo wir gestorben sind. Komm zurück. Ja, als ob ich wüsste, wo wir jetzt nochmal gestorben sind. Wo sind denn die restlichen Nüsse? Hallo? Ich hab hier ist eine. 3 eingeräumt. Ja, wir brauchen noch 4. Da oben ist noch eine. So, wo soll ich jetzt die Plattform machen? Hier, schau da oben. Danke sehr. Au. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Warte mal, das ist so ein kleiner Kristall. Konnte man mit denen denn auch irgendwas machen? Ja, kaputt hauen. Aber nichts drin. So, da hinten oben muss noch so eine Nuss. Warum falle ich denn hier in komischen Löcher wieder rein? Na, da ist noch eine. Und da unten ist noch eine, die ist fast offen. Oh, da ist ja noch Nitra. Ja, wir brauchen kein Nitra mehr. Was sagst du? Mein Flammenwerfer ist gleich leer. Ja, dann sammel die Nüsse ein. Ich hab doch schon eine Nuss. Ja, super, eine. Ja, das ist besser als keine. Da ist noch mehr Nitra. Boah, was, wer ist denn hier bei uns der Mineralienbeauftragte? Ja, ich nehme mal, ich suche Nüsse. Wir haben alle. Merkst schon hier. Wir haben alle, ich habe aufgefüllt. Du hast aufgefüllt, ja super, jetzt habe ich wieder die Überdosis quasi. Also die. Alter. So, dann muss ich jetzt wieder irgendwie den Weg zurückfinden. Oh Gott, ja, super. Ja, jetzt ist mein Flammenwerfer leer. Jetzt ist er so, jetzt müssen wir beenden hier. Ja. Haben wir eigentlich irgendwo einen Versorgungspot? Ne, ne? Nee, ich hab diesmal keinen gerufen. Hoppla. Bin ich denn jetzt hin? Warum laufe ich dir eigentlich hinterher? Ja, das weiß ich auch nicht. Du weißt ganz genau, und das habe ich dir schon mehrfach bewiesen, dass ich von Koordination nämlich gar keine Ahnung habe. Wo seid ihr? Ach, hier seid ihr. Hallo. Ja, hallo. Ich mach das, was ich immer mache. Wenn ich keine Lösung weiß, grabe ich mir einen Tunnel. Oder sowas ähnliches. So, können wir diese diese Eicheln da mitnehmen? Ich finde die cool. Wir können den nur treten, leider. Drück mal den Knopf. Ja. So. Ja, siehst du, bevor er ihn gefangen hat, es geht schon wieder los hier. Er hat ihn nicht gefangen, ja, er hat ihn befreundet. Ja. Er hat ihn verzwangskugelt. So sieht's so aus. Das Kundanamo der Pokémons. Ich frage mich eigentlich, werden Pokémon auch älter? Können die irgendwann eines natürlichen Todes sterben? Ja, wie schlimm. Stell dir mal vor, du hast irgendwann so ein Ober-Pikachu oder sowas, willst du es aus die Kugel rausholen und merkst einfach, da kommt nichts mehr raus, außer halt ein totes Vieh. Oh Gott. Oh Gott, ich bin hier wieder. Und Alex mittendrin. Nee, ich bin abgehauen. Habt ihr eigentlich jemals in Pokémon irgendwo eine normale Kuh rumlaufen sehen?
Eine was? Eine normale Kuh oder ein normales Huhn? Oh, da fragst du mich zu viel. Geschweige denn irgendwas, was man essen könnte, wenn man nicht unbedingt Pokémon essen will. Hallo, die sind alle sehr progressiv, das sind alles Veganer. Das sind sicher nicht alles Veganer, da wird mehr als einmal Fleisch gegessen in den Folgen. Und Miltank kam erst in der dritten Edition, glaube ich, oder in der zweiten. Dieses Kuh-Pokémon mit 16 Eutern. Vorher gab es nur Taurus als Option auf Schnitzel und Steak. Aber das gab es auch nur in der roten Edition, glaube ich. Ja, in der blauen hast du keinen Taurus gehabt, da musstest du andere Sachen füttern. War Taurus nicht sogar irgendwie so rote Edition exklusiv? Keine Ahnung. Das gab's nur in der Safari-Zone, meine ich. Auf jeden Fall, was wäre die Option? Bibor? Nee, Ratzfatz. So, wo ist... Ach, Kapseln trifft ein in 6 Sekunden. Ich bin der festen Überzeugung, die werden auch gegessen. Das wurde aber geflissentlich ausgeklammert dann in der Serie, ja? Natürlich, immer. Da geht deshalb sah das Essen aus. Auch immer aus wie Spielzeugessen, was sie da gekriegt haben und war nicht direkt als solches identifizierbar. Gab doch immer so Insektenfänger-Trainer hier. Die haben doch mit Sicherheit die Insektennetze zum Trainieren gesammelt, sondern halt, ne? Da haben sie sich so Insektenbagger gemacht oder so. Ich meine, wenn Carpador eh nichts kann, dann kann man ihm wenigstens kochen. Stimmt. Ja, das war ja auch das absolut nutzloseste Pokémon als Carpador. Bis der sich in der Pfanne entwickelt und wir so ein Gyarados in der Küche rumschlängeln. Die Frage ist nur, wer frisst dann wen, ja? Ja, er kann mit Aquaknarre wenigstens den Abwasch machen. Was? Carpador konnte doch keine Aquaknarre, oder? Ich weiß nicht, was der konnte. Ich habe keine Ahnung. Also normal konnte immer nur Platscher. Das war nicht sehr effektiv. Das war Carpador, nicht Gyarados. Ja, ja, stimmt. Genau. Gyarados konnte doch... Der konnte mindestens Tackle. Ja, der konnte auch irgend so einen komischen Strahl, so einen Drachenangriff oder so konnte der. Der war sogar ziemlich... Gyarados war sogar... Eine Hydro-Pumpe war das klassische Wasser... Oh, ich fühle so ein Loch. Gyarados war doch eher so Drachen irgendwas gedöns. Nee, der war Wasser... Garnele, keine... Wasser Garnele. Glauben ein Huhn, als sie auf dem Bauernhof waren. Das war kein Huhn. Das war ein Dodo mit Federn. Ja, die hätten doch Enton hier essen können, zum Beispiel. Stimmt, das sind ja... Warte mal, jetzt hätte ich die wieder mit Chinesen verwechselt, die Kanton-Ente essen. Achso, wir haben nur noch eine Minute irgendwas, ne? Wir sollten mal Transportkapsel aufbrechen. Ich verstehe gar nicht, warum ihr die ganze Zeit labert. Ich versuche gerade irgendwie zur Kapsel zu kommen, ich krieg's aber nicht hin. So. Ja, wo es dann lang geht. Hier bräuchten wir einen... Ah, hier ist offen. Brauchen wir doch kein Loch. Hier ist die Kapsel. Wo bist du? Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist explodiert gleich. Warum wir labern? Wir unterhalten uns hier gepflegt über... Ich sehe nichts, weil ich voll Spinnweben bin. Pokémon-Quälerei und dann ist hier schon die Kapsel dazu. Ey, das bin ich. Ja, ich habe nichts gesehen, ich habe nur irgendwas hier wackeln sehen. Aufhören Sie. Ja, wo seid ihr denn? Noch da. Immer schön den Flammen nach, ja. Die Flammen führen euch zum Glück. Wir sind schon alle drin, seid... komm jetzt rein. Ach so, ja, ja, gut, alles gut. Alles gut, ich bin da. So, flimmt da draußen im Rasen, wir chillen da, warten drauf, dass losgeht. So, jetzt, wenn es richtig gelaufen ist, dann haben wir jetzt auch das erste schwarze... Ne, die zweite. Wir haben ja die erste Mission, die wir gemacht hatten, war ja für den Missionstyp. Da, schau her, da rennt er mit einem Becher da rum hier. Vor der Mission saufen, nach der Mission saufen, so haben wir es gern. Ich habe ganz vergessen, dass ich die Animation habe. Ich habe die auf random stehen. Neue Belohnung freigeschaltet am Saison-Terminal.